jetzt dran? Ja, kannst du mal, du redest erst. Also wir sind das Eber, Michaela und Helmut Vollerer Kolminer. Und der Helmut ist 44 geboren und ich bin 5 Jahre jünger. Genau, bitte sehr. 40. Genau. Das heißt, wir sind schon in der geschützten Rasse drinnen, 70 plus, und wollen aber trotzdem Siegfried fahren. Beziehungsweise haben schon hinter uns mehrmals. Ja, wir haben eigentlich das Siegfried, haben wir schon oft bei Siegfried bei Städtetour gesehen. Dann hat die Michaela, weiter möchte ich einmal fahren. Dann haben wir eigentlich gesehen, hoppala in unserer Nähe. Wolfviertler Alm, Schweden, das müssen wir ausprobieren. Und dann haben wir das erste Mal eine kleine Runde gedreht. Das war ja super. Das war schon eine Klasse. Das war klasse. Leicht Körperspannung halten, leicht links und rechts und so. Das Gerät gibt dir eigentlich eine Sicherheit. Falls du nicht runter, kannst du einfach stehen bleiben. Du musst nur beherrschen. Körperbeherrschung haben, dass du in der Lage bleibst. Ja, und der vorherige Mühlviertler Alm ist insofern so schön, weil die Gegend, wenn du da plötzlich auf die Güterwege fährst, oder dann kommt wieder ein Auto, das bleibt stehen, dass du vorbeifahren kannst und so, die Leute lachen alle, Christen sind freundlich. Es ist eigentlich ein schönes Erlebnis, ne? Kann man sagen. Also, es kann nur schön sein, wenn mein Mann so viel spricht. Dann kann es nicht schön sein, weil sonst ist er eher schweigend. Also, ich möchte nur dazu sagen, ich bin total begeistert. Und ich möchte gerne, wie soll ich sagen, die Leute überzeugen, gerade die älteren Leute, das ist mein Anliegen, dass das ein sicheres Fahren ist und dass das Segway nie die Absicht hat, einen abzuwerfen. Also wenn man absteigt, ich habe das schon zweimal hinter mir, dann ist man immer selber schuld. Das Gerät hat immer die Verpflichtung, einen oben zu lassen und tut auch alles, indem es alle möglichen Geräusche von sich gibt, damit man ja nicht absteigt. Und es sollte sich wirklich jeder, der körperlich gut beisammen ist, der was erleben möchte, der eine tolle Freizeit verbringen will, dass sie unbedingt herkommen und so einmal eine Runde drehen mit dem Team.